In diesem Video zeige ich, was ein totales Differential ist und wie man es berechnet. Totale Differentiale kommen vor, wenn man Funktionen ableitet, die von mehreren Variablen abhängen. Beispielsweise, wir haben eine Funktion, die uns den Preis für ein bestimmtes Produkt berechnet und der Preis hängt ab von der Nachfrage x und dem Einkommen y, beispielsweise gemäß dieser Funktion. Wir können also hier für x 100 Einheiten für die Nachfrage und 100 Einheiten für das Einkommen einsetzen und bekommen dann einen Preis von 20.200 Euro für diesen Artikel. Nun möchten wir gerne wissen, wie verändert sich dieser Preis, wie steigt er an, wenn sich die Nachfrage ein wenig erhöht oder wenn sich das Einkommen unserer Käufer ein wenig erhöht. Also sagen wir, die Nachfrage beträgt jetzt 101 Einheiten, das Einkommen sei mal konstant geblieben bei 100. Dann können wir nun eine Änderung jeweils definieren, ein dx. Die Nachfrage ist um eine Einheit gestiegen, das Einkommen ist gleich geblieben. Diese Differenzen zu dem Ausgangswert nennt man ein Differential von x. Eine kleine Änderung. Wir wollen hier immer voraussetzen, dass diese Änderung klein ist gegenüber dem ursprünglichen Wert. Man könnte nun ganz einfach vorgehen und diese neuen Nachfrage- und Einkommenswerte in unsere Funktion einsetzen. Das sieht dann so aus und wir bekommen jetzt einen neuen Preis von 20.501 Euro. Und damit sehen wir, dass der Preis um 301 Euro gestiegen ist. Ebenso können wir uns anschauen, welchen Einfluss ein gestiegenes Einkommen auf den Preis hat. Wir halten die Nachfrage konstant bei 100 und geben jetzt beim Einkommen eine Einheit hinzu. Wenn wir diese neuen Werte x und y wieder einsetzen, kommen wir auf 20.302 Euro. Das macht also einen Anstieg um 102 Euro. Wir sehen hier, dass eine gestiegene Nachfrage sich stärker auswirkt als ein gestiegenes Einkommen. Nun ist dieses Einsetzen von Zahlenwerten und Ausprobieren, was herauskommt, ja keine besonders elegante Methode. Viel schöner wäre es, wenn wir eine Formel zur Verfügung hätten, die uns direkt dieses dp, diese Preisänderung, ausrechnet. Und das geht nun mit dem totalen Differential. Und zwar leiten wir unsere Preisfunktion nach ihren Variablen einzeln ab. Erstmal nach x abgeleitet, das kann man so schreiben, dp nach dx abgeleitet. Und eine Ableitung bezeichnet man ja auch als Änderungsrate. Wir erfahren also hier, wie stark sich der Preis ändert, wenn wir x ändern. So, dann leiten wir diese Funktion mal nach x ab. Das heißt, wir betrachten das x als Variable, die wir ableiten, und alle anderen Buchstaben wie konstante Zahlen. X² abgeleitet ergibt also 2x. 2y enthält gar kein x, das ist also jetzt eine konstante Zahl und fällt beim Ableiten komplett weg. X mal y, da ist x unsere Variable, y ist eine konstante Zahl und da wissen wir ja, dass bei einem solchen Produkt beim Ableiten einfach das x wegfällt, sodass hier also ein y übrig bleibt. Dies ist also die Ableitung unserer Preisfunktion nach x. Ebenso bilden wir nun die Ableitung nach y. X² ist eine Konstante in diesem Fall, fällt weg. 2y abgeleitet ergibt eine 2. Und x mal y, hier ist jetzt x unsere Konstante und wir leiten nach y ab, bleibt also nur die Konstante x übrig. Dies ist also die Ableitung der Preisfunktion nach y. Und nun kommt ein genialer Schritt. Dieses Symbol dp nach dx ist nämlich nicht nur ein Ableitungssymbol, sondern wir können damit rechnen, als wäre es ein ganz normaler Bruch. Wir können also diese Gleichung mit dx auf beiden Seiten multiplizieren, dann geht dieser Nenner hier weg und wir bekommen hier einen Faktor dx. Ebenso können wir diese Gleichung mit dy auf beiden Seiten multiplizieren, dann gibt es hier ein dp und rechts den Faktor dy. Fügen wir nun beide Differentiale zusammen, dann erhalten wir das sogenannte totale Differential. Und p.
Allgemein aufgeschrieben ist also das totale Differential von p die Summe aus der Ableitung nach x mal dx und der Ableitung nach y mal dy. Und das ist genau die Formel, die wir gesucht haben. Wir wollen nämlich wissen, um wie viel sich der Preis ändert, wenn wir entweder die Nachfrage erhöhen oder das Einkommen. Hier können wir direkt dx und dy einsetzen und bekommen ein dp raus. Machen wir das gerade für unser Beispiel von vorhin. Da war ja x gleich 100, y gleich 100 hier eingesetzt. Dann haben wir 300 dx und hier 102 dy. Wenn wir nun die Nachfrage um 1 erhöhen, haben wir hier 300 mal 1 plus 102 mal 0, dann ergibt es eine Preiserhöhung um 300 Euro. Entsprechend, wenn wir die Nachfrage konstant halten und das Einkommen erhöhen, hier eingesetzt, erhalten wir eine Preiserhöhung um 102 Euro. So einfach können wir mit dem totalen Differential nun die Auswirkungen unserer Ausgangsgrößen auf den Preis berechnen. Wir sehen auch hier, dass sich eine Nachfrageerhöhung dreimal so stark auswirkt wie eine Einkommenserhöhung. Doch halt, wenn wir diese Ergebnisse mal kurz mit den Ergebnissen unserer ersten Methode von vorhin vergleichen, dann hatten wir in diesem Fall eine Preiserhöhung von 301 Euro. Was ist das? Haben wir uns hier verrechnet oder ein Rundungsfehler? Nein, die Sache ist die, dass diese Differenziale hier immer so klein wie möglich sein müssen. Also im Idealfall Limes gegen 0. Dann kommt hier immer der gleiche Wert raus wie bei der ersten Methode. Hier, wenn wir eine Änderung um 1% haben, ist das schon nicht mehr eine ganz kleine Änderung. Deswegen kommt es hier zu ganz geringen Abweichungen, die wir aber in den meisten Fällen ignorieren können. Fassen wir also zusammen, was ist ein totales Differential? Das ist die Summe der jeweiligen Ableitungen multipliziert mit dx und dy. In Worten, das totale Differential ist die Änderung dp eines Funktionswerts, wenn sich die Variablen von p um einen kleinen Wert dx bzw. dy ändern.